Herzlich willkommen zur Andacht am Mittwochmorgen. Wir sind im Februar angekommen. Der Winter ist noch nicht ganz vorüber, aber wir erahnen schon den Frühling. An manchen Tagen ist die Luft mild, der Frost beißt nicht mehr so ganz heftig in der Nase. Und auf den Straßen wird es lebendig. Zum einen ist da der Karneval. Am Sonntag haben wir hier in der Kirche Kunterbunt gefeiert mit vielen Kindern und Erwachsenen und die Kinder waren verkleidet und es war ein buntes Treiben. Und morgen ist Altweiber. Da wird in so manchen Büros im Rheinland um 11.11 Uhr die Hierarchie auf den Kopf gestellt. Die Rathäuser werden von Jecken gestürmt und Prinz Karneval regiert bis Aschermittwoch. Die Menschen verkleiden sich, ziehen sich lustige Kostüme an und feiern auf den Straßen. Vor einiger Zeit erhielt ich ein Foto von meiner Familie von einer Karnevalsfeier. Da winkten mir ein Mönch, eine Indianerin, ein Clown, ein Matrose und ein Pirat fröhlich zu. Es war eine bunte Gesellschaft, jeder sah anders aus und sie hatten eine Menge Spaß miteinander. Dieses Bild kommt mir wieder in den Sinn, wenn ich die Bilder von den großen Demonstrationen sehe, die in diesen Tagen in unserem Land zusammenfinden. Die Menschen gehen auf die Straße, um zu zeigen, dass wir eine bunte und gemischte Gesellschaft sind, dass alle dazugehören und dass wir zusammen für die Freiheit und für Demokratie einstehen. Karneval ist nicht das ganze Jahr. Aber ich denke, Gott hat es so gewollt, dass jeder anders aussieht und jeder seine ganz eigenen Erfahrungen macht und wir trotzdem in Frieden und gegenseitiger Achtung zusammenleben können. Hans-Dieter Hüsch hat eine Vision von einem Land, in dem das möglich ist. Er spricht von einem jungen Schäfer, der alle Tiere in die Freiheit führt. Und ich denke, er meint damit Jesus. Hören Sie den Text von Hans-Dieter Hüsch. Ich sehe ein Land mit neuen Bäumen. Ich sehe ein Haus aus grünem Strauch und einen Fluss mit flinken Fischen und einen Himmel aus Hortensien sehe ich auch. Ich sehe ein Licht von Unschuld weiß und einen Berg, der unberührt. Im Tal des Friedens geht ein junger Schäfer, der alle Tiere in die Freiheit führt. Ich höre ein Herz, das tapfer schlägt in einem Menschen, den es noch nicht gibt, doch dessen Ankunft mich schon jetzt bewegt, weil er erscheint und seine Feinde liebt. Das ist die Zeit, die ich nicht mehr erlebe. Das ist die Welt, die nicht von unserer Welt. Sie ist aus feinst gesponnenem Gewebe. Und Freunde, glaubt und seht, sie hält. Das ist das Land, nach dem ich mich so sehne, das mir durch Kopf und Körper schwimmt. Mein Sterbenswort und meine Lebenskantilene, dass jeder jeden in die Arme nimmt. Was bleibt mir dazu sagen? Als lasst uns dranbleiben an der Sache Jesus. Lasst uns dranbleiben an einer bunten Welt, wo jeder jeden in die Arme nimmt. Amen. Und als Gebet fällt mir auch nur das eine ein, das wir alle kennen und das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen eine bunte und friedliche Zeit.